Nein, nein, Bruder, 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 chill mal. Nein, ganz langsam runter. Ich begrüße euch natürlich hier mal wieder zu Spaltun im Story Mode. Den Bossfight haben wir hinter uns gegen den Octodendor. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt vielleicht eventuell nicht so lange gebraucht hätte für die zwei Level und für den Bossfight oder so. Aber, naja gut, es war trotzdem ein einigermaßen kurzer Part als jetzt die letzten drei oder so. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt zur letzten Zone. Und ich muss auch sagen, hier ist der Soundtrack auch irgendwie dafür auch etwas cooler. Ist auch etwas interessanter aufgebaut. Viele von diesen Würfeldingern hier mit Ventilator. Ne? Und da haben wir ihn. Wir sind nah dran. Die letzten 6 Level. Und ganz oben, nee, hier oben. Der einzige Boss, der überhaupt hier auch am Rumschweben ist, hier permanent. Deswegen auch dieses Sprungpad, sag ich mal. Ja, diesmal gibt es auch wieder ein kleines Thema, sag ich mal, zu bereden. Vielleicht auch, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, um das ja auch mal mit was anderem zu füllen, damit man vielleicht einen Grund hat, sich mal einen Part anzuschauen. Aber na gut, das letzte, was wir im letzten Part hatten, war glaube ich Level 20 gewesen. Nee, 21. Ich muss hin und wieder mal kurz aufs Gamepad schauen. Also bräuchten wir jetzt am besten Level 22. Hier ist noch nichts. Hier ist auch noch nichts. Hier ist auch noch nichts. Hier ist vielleicht was? Nee. So. Zwei Sepia-Dukte, nehmen wir erstmal den Weg hier nach oben. Aber hier muss jetzt was sein. 22 vielleicht? Nee, 27. Oh, sogar das allerletzte. 26. Natürlich haben wir wieder ein Octoling-Level hier wieder am Start. Hier ist eins. 24. 23. Ich brauche 22. Wo ist denn 22 zur Hölle? Dann ist das jetzt 22. Es ist 25. Hä, bin ich dumm oder so? Ja, Digga. Endlich. Sonderschicht in der Schalterzentrale. Also, das hat jetzt wirklich gedauert, ey. Also, das hat jetzt wirklich gedauert. Also, boah. Das war jetzt etwas, interessanter Background. Cool. Ja, gut. Da haben wir Level 22, dafür haben wir mal die anderen Level dafür schön freigeschaltet. Hier ist irgendwie schon das Ziel. Aber na gut. Das, was ich am Anfang gesagt habe, oder so, ja, hier diesmal gibt es wieder eine Kleinigkeit, wieder zu bereden, beziehungsweise ein kleines Thema. Und fangen wir mal am besten an. Und zwar, jeder kennt es natürlich, der Soundtrack schlechthin, der immer abgespielt wird in der allerletzten Minute. Und zwar der Soundtrack Now or Never. Den gibt es ja mittlerweile schon in so verschiedenen Varianten. Also bis jetzt auch in allen Splatoon-Teilen hier. Sowohl ganz normal dreimal, also in Teil 1, 2 und 3. Dann gibt es jeweils auch die Splatfest-Version auch davon. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Version aus Mario Kart 8 Deluxe. Und es gibt noch eine Version extra noch in Splatoon 2 Final Fest. Gibt es auch noch eine etwas spezielle Version. Aber wie gesagt, jeder kennt es natürlich, ist klar. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, und zwar, man konnte zur E3 2014
das Spiel anspielen. Es ist, glaube ich, auch 2014 war es auch übrigens, dass es auch zum ersten Mal auch gezeigt wurde und so. Wie ist das und jenes? Ja. Allerdings hat sich der Soundtrack Now or Never damals zu 2014 noch etwas anders angehört. Also komplett anders, als wir es heutzutage kennen. Also, beziehungsweise jetzt eher die Splatoon 1 Version, ne? Also ich sag mal die OG Version quasi. Da hat sich der Soundtrack noch komplett anders angehört. Also das ist... Ich würde mal eher behaupten, das hört sich nicht so typisch Splatoon an. Ich würde es heutzutage einstufen so, als wäre das so eher so Splatoon 3 mäßig, so, weil durch dieses Chaos-Theme und die Soundtracks, die im Multiplayer halt abgespielt werden und so, da würde ich es halt eher mit einstufen, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass ich die Now Never Version so, das mit den 1-Zeit vorher noch in der Entwicklungsphase, sich sowieso nur wie so eine Art Beta anhört, aber ich sag mal lieber eine frühere Version, das klingt etwas besser. Deswegen sage ich es etwas vorsichtiger. Ich werde euch, wenn ich es nicht vergesse, einfach mal einen Link in die Videobeschreibung tun. Und dann... Ja. Dann könnt ihr euch das mal selbst anhören. Also ich würde schon sagen, das hat nichts mit Splatoon zu tun. Was sind das für komische Sounds währenddessen? Sind das die Snipe oder so, diese komischen Sounds noch währenddessen? Oder ist hier ein Octoling? Ist hier ein Octoling? Nee. Nee, es hat sich nur so angehört, irgendwie so ein bisschen komisch. Na gut. Oh, Bruder, chill mal. Nee, ich will den jetzt killen. So, dann passt's. So, ich hoffe, dass jetzt hier nichts ist währenddessen. Hier ist einfach der Abgrund. Aber sonst ist jetzt hier nichts. Also scheint zumindest hier nicht. Ah, hier, warte mal. Hier ist noch so ein, was ich hier aktivieren kann. Ah, nee, das ist nur für... Ah, okay. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt vielleicht was. Aber... Nee, anscheinend nicht. Dann würde ich hier mal weitermachen. Ja. Aber was jetzt noch zu dem, zu dieser früheren Version von diesem Soundtrack angeht, ich habe den mir mal auch mal selber angehört. Also beim ersten Mal, wo ich mir den so gegeben habe, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen komisch. Aber dann beim mehrmaligen Anhören fand ich den in Ordnung. Fand ich den eigentlich sogar soweit in Ordnung. Ist hier noch ein Schalter? Nee. Das sind irgendwie nur so komische Plattformen hier. Ne. Wie gesagt, ist ein bisschen gewinnungsbedürftig so. Weil das nicht so was Betonmäßiges. Aber ja, wie gesagt, packe ich da einfach was in die Videobeschreibung und dann passt das schon. Also Schriftrolle hatte ich jetzt hier nicht. Aber ich glaube, es sind. Nee, dann wird hier auch nichts sein, glaube ich. Und darf ich mich mal wieder auf die Suche begeben. Mal wieder. Aber naja, gut. Ist jetzt nicht so das Problem, würde ich jetzt mal sagen. Digga, was zur Hölle? Gut, dann versuchen wir das Ganze halt nochmal. Oh, ne, es sind halt auch diese nervigen auch, ne? So, erstmal ihn hier weg. Ne, dann wird hier wahrscheinlich auch nichts hier mal sein, glaube ich. Hier ist der Schlüssel. Ah, dann darf ich nochmal suchen, ey. Ach, Mann. Ja, jetzt nochmal die letzten Level. Da will man nochmal so richtig nochmal alles rausholen.
Aber ich habe jetzt auch nicht so, so den Überblick gehabt, wo ich jetzt irgendwie hätte sagen können, yo, hier, da ist er. Deswegen... Na... Naja, egal. Naja, egal. Ja, ich glaube jetzt hier nicht, dass jetzt hier irgendwas noch ist. Okay, ich komme einfach nicht oben nach oben drauf. Auch cool. Ich würde schon gerne... Ja, danke. Na gut. Da werde ich erstmal das Level beenden und einfach dann nochmal nachschauen, wo es sein könnte. Naja, gut. Naja. Beim Halbboot, das verschob ich, aber du hast es geschafft, Nummer 3. Dankeschön. Na gut, naja, wie gesagt, ich begebe mich auf die Suche. So, ich habe es jetzt nun endlich gefunden. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, einfach mal hinter dieser Würfelplattform-Gedöns hier einfach mal nach hinten zu gucken. Also einfach nur hier noch drüber zu springen, denn genau da ist es. Der. Bruder, nee, kein Kommentar. Ich bin das Level so schnell wie möglich und dann machen wir weiter. Und da haben wir nun endlich die Schriftrolle. Wunderschön und wunderbar. Aus den Tiefen der Meere strebten wir an das Licht der Oberfläche. Auf der Suche nach noch hellerem Licht senden wir diese Nachricht ins All. Vielleicht treffen wir eines Tages auf Lebewesen, die uns ähneln. Eines Tages. So, das war jetzt 22. Ich hatte ja schon alle freigeschalten, hier diese ganzen Level, ne? Und dann geht es hier natürlich weiter mit 23. Schwämme im Kreuzfeuer. Let's go. Gut, okay. Je nach dem Levelnamen auf jeden Fall werden wir wieder mit Schwämmen zugespammt. Also wieder ein bisschen Obacht geben hier. Gerade von den ganzen Gegnern. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Oh nee, es fängt schon gut an. Es fängt schon gut an. So, die Ballons machen wir kaputt. Bin ein paar Fischeier noch nebenbei. So. Warte mal, hier unten waren auch gerade Schwämme, habe ich gerade gesehen, so während des Sprungs. Warte mal. Muss mal kurz mal hier, ne? Wenn man das irgendwie ermöglicht. Ach, warte mal. Passt das? Ja, okay, passt. Oh, Bruder. Das wäre jetzt schon der erste Try gewesen. Ach ja, moin. Lul. Okay. Ich habe halt nur die Schwämme gesehen, dass da etwas weiter unten, das habe ich halt wie gesagt während des Sprungs gesehen. Ne, deswegen, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt irgendwas ist. Deswegen, okay. nein. Oh, Digga, war das dumm, ey. Ist so richtig naiv einfach gesprungen, als wäre einfach nichts. Oh, nee, ne. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was ist denn das hier? Oh nee, ich sehe schon den Tod, Ich versuche es ein bisschen sachte hier. Erstmal ohne, ich wollte gerade Schweißzucker sagen, Inkzucker. Nee, ich habe doch ein bisschen Schiss. Nee, nein. Nein, Bruder, chill mal. Oh nee, ich hab's doch verkackt. Bruder, was war das? Junge, das war ja ganz wild. Alter. Was war denn das? Digga. Also, das war eine ganz schlimme Passage, Digga. Holy moly, Alter.
Das war richtig wild, Digga. Ich hab so den Tod gesehen, Alter. Ohne Scheiß. Das war... gänzlich. Digga, also, was da gerade war, Alter. Keine Ahnung, wie ich mich da gesaved hat. Also, das sah auch nicht wirklich gesund aus, bin ich ehrlich. So, das machen wir ganz schnell. So, machen wir kurz einen Prozess hier, bevor ich hier elendig aufgehe. Ich muss schon sagen, das Level ist schon ziemlich böse, ne? Auch wenn die Gegner hier platziert sind und so. So. Nicht mal was getraut zum Glück. Auch mal ein bisschen auf Risiko gehen. Manchmal funktioniert's, aber auch nicht wirklich immer. Noch ein Checkpoint. Wie das nur, nur für mich so an oder ist das Level irgendwie recht lang? Vielleicht fühle ich das nur so. Das kann auch sein. Ist einfach ein Ballon, aber egal. Nee. Hast mal Schaden gemacht, aber gar kein Problem. Oh nee, Digga, was eine eklige Stelle auch hier. Beiseite mit dir. Bruder. Also ich muss schon sagen, die Gegner sind echt gut platziert. Auch wenn es sehr böse ist. Sehr böse. Ist hier vielleicht irgendwas da drüber oder so? Nee, scheint nicht so zu sein. So, nein, ganz langsam runter. Gut, dass hier der Checkpoint ist. Also, das war ja mega unnötig. Ich wollte halt nur mal gucken. Mehr wollte ich halt nicht. Gut. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt wieder einen Try verbraucht, ne? Sag ich so, wie es ist. Oh, nee, ne? Oh, nee, das sieht doch so sass aus, ne? Naja, Octoling Nummer 1. Numero uno. Nicht Numero dos. So, Octoling Nummer 2. Ich höre schon die Schüsse. Okay. Sehr schön. War's das jetzt? Okay, das war's. Den Zucker können wir uns sparen. Und damit wunderbar Hammer das Level. Oh, ey. Also der eine Try, der jetzt so richtig unnötig verbraucht, ne? Sag ich so, wie es ist. Hätte eigentlich nicht unbedingt sein dürfen, aber naja, egal. Passt, wir haben das Level stabil. Man könnte sagen, dass diese traditionelle Volksweise in die DNS eines nahezu jeden Inklings eingraviert ist. Ursprünglich wurde sie gesungen, um den Reichtum der See zu preisen und sich für ihre Großzügigkeit zu bedanken. Ist das nicht sogar? Ich kenne mich mit diesen ganzen Musiknoten gedönsig aus, obwohl ich mal zur Schulzeit Musik hatte und auch Musiknoten, aber ich habe mich dann nicht so wirklich auseinandergesetzt, weil ich sowas nicht mache. Deswegen, aber ich habe das schon mal auch irgendwo gesehen. Ich glaube, das müsste sogar ein Teil von dem Soundtrack sein, was wir dann im Finale anhören. Also was wir dann hören werden. Okay, man weiß, was ich wahrscheinlich meine, aber ich werde erst im letzten Part, wenn es dann soweit ist, werde ich erst drauf eingehen, weil es einfach geil ist. Aber ja, wie gesagt, dazu später mehr. Ja, interessant. So, ich hoffe, dass noch Zeit dafür ist, weil ich habe den Part irgendwie nicht in einer gesamten Aufnahme gemacht, weil das jetzt, ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen gesplittet oder so, weil da war noch ein bisschen privaten Stuff, deswegen konnte ich nicht die komplette Aufnahme durchziehen. Sagen wir es mal so. Das war jetzt, 23? Ich guck mal kurz aufs Gamepad. Ja, es war 23. Ja, ich habe manchmal ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, das ist so dumm. 24, let's go. Und das heißt, Zaun, was? Zaun, Gastspiel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Zaungastspiel. Das klingt richtig komisch. Zaungastspiel in der Drehfabrik. Oder so. Existiert dieses Wort? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ah.
ja. Da waren doch viele Okto-Rekruten mit diesem komischen Schutzschild hier auch unterwegs, ne? Ah, oh, das Level war auch so ganz komisch, Digga. Auch so ein ganz komisches Level, Digga. Voll viele mit diesen komischen Drehkreuz-Dingern hier. Und achso, deswegen auch die Zäune wählen. Ja, okay, alles klar. Naja, okay, Bruder, nicht zu bestürzen. Das hätte jetzt so gar nichts gebracht. Da hätte ich auch zurückkommen können, so über so eine Stange und so, dann. Egal. So. Erster Checkpoint. Dich klatsch mal weg, wie verlobst. Okay. Keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin. Das war richtig random. So, machen wir mal kurz Tarnung. Ding was daneben. Nee. Fake mal kurz. So ist richtig. Auch wenn ich das bis jetzt in jedem Part gesagt habe, weiß ich jetzt gerade nicht, wo die Schriftrolle sein könnte. Manchmal habe ich es halt vergessen, manchmal weiß ich es vielleicht noch, vor allem im allerersten Level, da weiß ich es halt bis heute noch, weil das halt jetzt nicht so schwer ist. Ich will die Inksuke halt noch nicht benutzen, warte mal. Der andere ist einfach runtergefallen. Der hat schon keinen Bock mehr. Bye, I'm gonna die. Okay, gut. Lul. So, nehmen wir das Sepia-Duck mit. Warte mal, nicht das hier. Ach nee, das war noch ein Level. Das ist noch vom Level anfangen. Okay. Guck mal, hier am besten hier gleich nach hinten. Nee, hier ist nichts. Hier kann man direkt nur wieder nach oben. Hier ist eine Kiste. Ich wage mal zu bezweifeln, dass hier schon die Schriftrolle ist. Weil die schon sehr easy zu holen ist. Okay. Das war ja so, wenn ich schon für meine Verhältnisse sage, way too easy, dann heißt das schon einiges. Aber okay, gut. So, hier haben wir noch eine Rüstung. So. Oh, nee, Bruder. Der Taucher. Der Toilettentieftaucher. Oh, nee. Nee, okay, komm, scheiß drauf. Ach, nee. Auch die mit dem Schild kann ich trotzdem dingsen hier. Alles klar. Warte mal. Nehmen wir einfach noch mal eine mit. So, alles gut, wunderbar. Noch ein Checkpoint. Ey, ich weiß nicht wieso, ne? Auf einmal kommen mir die Level so voll lang vor. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war das doch eine gute Idee, ab der Octo-Expansion in Splatoon 2 nur solche Art von Level zu machen. Weil manche Level fühlen sich wirklich so voll lang an, oder? Oder ich sag mal nicht jetzt einige, sondern eher jetzt viele oder so. Aber gut. Gar kein Ding. Ein bisschen vermisse ich zwar trotzdem die normalen Levels so, aber irgendwie gut, dass es doch komplett geändert haben. Irgendwie. Oh, komme ich doch hoch? Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zum Glück kam ja schon die Schriftrolle, also könnte ich gefühlt halbe Speedrun machen zum Level. Aber trotzdem jetzt auch nicht so viel überstürzen, klar. Mal ein kurzes Risiko eingehen, ne? Gar kein Ding. Aber bei dem Level hier, na, kann ich auch schnell auf den Trail verlieren hier. So wie das Ganze hier auch aufgebaut ist. Ah, jetzt ist eine Plattform hier vorgezogen. Ah nee, die bewegt sich nur. Never mind. Na, jetzt mach ich doch ein bisschen sachte. Jetzt bin ich hier eh quasi kurz vorm Ziel. So, machen wir das mal lieber schön mit der Insta-Bombe. Ich gucke jetzt nicht nochmal nach unten, ich mache nichts. Hier gibt es eh nur Schriftrolle zu sammeln, nichts anderes. So. Und da haben wir es auch, wunderschön. Level 24.
Und die Schriftrolle. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Die Antworten auf diese Fragen sind unwichtig. Vertrauen wir lieber dem Schicksal und verbringen wir unsere Tage und Nächte mit einem niemals endenden Fest. Ja, Splatoon 1. Der Ursprung der Splatfeste. Und dieser Drucker existiert einfach noch bis heute. Also ich glaube, das ist sogar ein und dasselbe, glaube ich. Also wenn immer Überblende oder so, auch in-game, auch wenn man das vorher schon weiß, was für ein Thema kommen wird, so, ne, wenn man wenn man so auf Social Media Plattformen unterwegs ist, da weiß man das schon vorher. Aber ich glaube, das müsste bis heute der einzige, beziehungsweise immer noch derselbe Drucker sein, wenn dann so in-game so ein Split angekündigt wird. Ich glaube, das müsste sogar noch das derselbe sein von irgendwie, ne? Oh mein Gott. Gut, laut der Schrift. Das flutscht ja ausgezeichnet. Was kommt als nächstes? Ja. Was als nächstes kommt, das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Uns erwarten noch 3 Level. Und dann haben wir's. Haben wir's fast geschafft. 3 Level noch. Und dann wird's. Haben wir dann. Ne, geht's dann zum epischen finalen Bosskampf. Ich versuche das so ganz so voll so episch wirken zu lassen, obwohl man dieses ganze Story-Gedöns aus dem ersten Teil schon seit 8 Jahren kennt. Egal, passt. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.